VW, Mercedes und BMW. Sind diese Unternehmen alle von der Pleite bedroht? So erbärmlich geht es der deutschen Automobilindustrie wirklich. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Direkt Daumen nach oben, Kanal abonnieren und let's go. Ja, ihr Lieben, hier haben wir das Ganze. Vor einem Tag online kommen schon über 100.000 Aufrufe und es ist kritisch. Ja, wir haben schon verschiedene andere Videos hier auf dem Kanal gemacht, wo wir über die deutsche Wirtschaft berichtet haben. Und jetzt haben wir hier wirklich große deutsche Autohersteller. Gibt es Lösungsansätze dafür? Was ist überhaupt der Hintergrund? Wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Aber bevor wir starten, ja, checkt die Mehrgeld Academy ab. Diese Academy kostet uns 1.400 Euro. Ihr kriegt sie jetzt für 1 Euro. Checkt das unbedingt ab in der Videobeschreibung. Wir blenden euch hier gerne mal ein bisschen was ein. Unglaublich starker Mehrwert. Ich habe in den Kommentaren und bei Privatnachrichten jetzt schon so viel Feedback gehoben. Kevin, vielen Dank. Krass, was da für ein Input drin ist für nur 1 Euro. Richtig genial, weil das bringt euch definitiv finanziell auf ein ganz, ganz neues Level. BMW und Mercedes stecken in einer gewaltigen Krise. Der Gewinn brach um katastrophale 15 bis 17% ein. Das sind auf jeden Fall schon mal heftige Zahlen. 15 bis 17% vom Gewinn. Und die Situation wird in den kommenden Monaten noch schlimmer. 770.000 Stellen stehen nur in Deutschland auf der Kippe. Fast 1 Million Jobs. Wir haben 80 Millionen Menschen. Sagen wir, davon sind 40 Millionen Arbeitnehmer, wenn überhaupt noch. Das sind mehrere Prozent der deutschen Arbeitergesellschaft. Wenn das dementsprechend passiert, dann erhöht sich die Arbeitslosenquote mal eben um 2, 3, 4%. Und dann kommt ja dementsprechend noch dazu, was die Zulieferer sind. Sprich, wir sprechen hier wahrscheinlich von 5 bis 10% der gesamten Stellen in Deutschland, die hier irgendwo mit dranhängen. Es geht um Werksschließungen. Diese Krise wird definitiv in ganz Deutschland Wohlstand gefährden und auch Menschen betreffen, die nicht in der Autobranche arbeiten. Doch nun geschieht vor unser aller Augen ein gewaltiger Medien- und Politikskandal. Die Autobauer versuchen jetzt gerade zu vertuschen, wer für die Situation wirklich verantwortlich ist, anstatt das Problem einfach ordentlich anzugehen. Vorgeschoben werden Gründe wie die EU-Richtlinien oder den Fokus auf das E-Auto. Doch in Wahrheit sind die deutschen Autobauer schlicht und ergreifend selbst schuld. Ist eine harte Aussage. Wie würdest du das sagen? Sind wirklich die deutschen Unternehmen daran schuld oder gibst du der Politik deine Schuld? Wie ist generell deine Meinung dazu? Lass mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen, weil ich finde, das ist auf jeden Fall eine harte Aussage. Ich meine, klar, grundsätzlich, kennst du auch aus meinem Business-Coaching, ja? Ich sag immer, hey, übernimm selbst die Verantwortung für alles. Und natürlich kann man jetzt auch der Führungsriege der Automobilindustrie eben sagen, hey, ihr hättet schon viel, viel frühzeitiger erkennen müssen, dass die Politik da einfach Scheiße baut. Ich meine, so ein Unternehmen umzustrukturieren. Das machst du ja nicht wie im Auto, wo du einmal kurz sagst, ey, pass auf, ich wechsle jetzt mal die Fahrspur. Deswegen jetzt alles nur als Schuld auf die Autobauer dementsprechend zu schieben, weiß ich nicht, ob das auch richtig ist, aber wir schauen mal weiter. Volkswagen und Co. können am Weltmarkt nicht mehr konkurrieren. Die Vorherrschaft der deutschen Autobauer als globale Technologieführer ist längst vorbei. Das Ausland, ganz besonders China, liefert ganz einfach mehr Funktionen zu günstigeren Preisen. Doch das Absurde ist, dass diese Krise aufkommen wird, wussten die deutschen Autobauer seit über 30 Jahren. Die Krise war also vermeidbar. Es kam dementsprechend damals zu einem relativ rapiden Change, dass man über 30 Jahre, das sagt, ich meine, klar, die haben sich natürlich auch ausgeruht. Sie hatten ihr Standing in der Welt, deutsches Auto, deutsche Qualität, das war überall auf der Welt präsent. Wenn du im Ausland irgendwo ein deutsches Auto gefahren bist, hast du ein höheres Ansehen gehabt. Also ja klar, man hat sich auf jeden Fall schon was aufgebaut und gegebenenfalls auch ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht. Und tatsächlich hat China den Aufstieg nur geschafft, weil Insiderwissen von Audi und anderen deutschen Autobauern genutzt werden konnte. Wie konnte förmlich die gesamte Welt eine Krise kommen sehen? Die großen Autokonzerne, trotz gut finanzierter Forschungsabteilungen, allerdings irgendwie nicht. Nun ja, eine Antwort darauf liefert der, wie ich sagen würde, größte Fehler der Unternehmergeschichte. Jetzt kommt, jetzt sind wir auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, was der ausschlaggebende Fehler sind, weil meistens ist es ja nicht ein Fehler, sondern meistens ist es irgendwo eine Kette, eine Verzweigung, die letztendlich irgendwo dahin geführt hat. Und der hat nicht etwa mit Autos, sondern mit VHS-Kassetten zu tun. Zwei unscheinbare Männer namens Reed Hastings und Mark Randolph besuchten im Jahre 2000 Blockbuster. Blockbuster war ein Unternehmen, das VHS-Kassetten verleiht. Kennt ihr es noch von damals? Du bist in die Videothek reingegangen, hast dir irgendwie einen Film ausgesucht. Heute gar nicht mehr denkbar, dass jemand in die Videothek reingeht und sich irgendwas ausleiht, ja? Wo du Netflix hast, wo du alles online runterladen kannst, so. Ja, Branchen verändern sich, ne? Die beiden Männer wollten bei ihrem Besuch bei Blockbuster jedoch keine Kassetten ausleihen. Sie wollten den Chairman und CEO John Antiocco treffen. Mit dabei hatten sie einen Deal, der den CEO und Chairman zum Milliardär machen sollte.
Die beiden jungen Männer sind nämlich auch Unternehmer und im Grunde ist ihr Geschäft exakt so aufgebaut wie das von Blockbuster. Auch bei ihnen kann man Kassetten und DVDs ausleihen. Anstatt aber in die Filiale zu fahren und dort die Filme mitnehmen und diese dort auch wieder zurückgeben zu müssen, konnte man bei ihrem Geschäft die Filme online auf einer Website bestellen. Digitalisierungsprozess. Letztendlich jedes Unternehmen, was den digitalen Step geht, hat das alte letztendlich überrollt. Genauso wird es letztendlich auch bei den Banken sein, ja. Wir haben dementsprechend jetzt die Blockchain, ein digitales Geldsystem, wo die Drittpartei ausgeschaltet wird. Deswegen werden ja auch immer mehr Banken dementsprechend abgebaut. Deswegen gibt es mehr Online-Banking und so weiter und so fort. Genauso noch bei der Post. Hier in Indonesien zum Beispiel, hier gibt es keine Post, ja. Hier bringt dir niemand einen Brief vorbei. Hier läuft alles über E-Mail, digital oder sogar über WhatsApp, ja. Alles viel, viel einfache Wege, während in Deutschland du sagst, ja, ich schicke dir gleich mal einen Fax rüber. Da mache ich mich echt, wenn ich manchmal Gespräche mit anderen Deutschen, die ausgewandert sind, machen wir uns manchmal echt richtig lustig über deutsche Bürokratie. Einem Jahr 2000, revolutionäres Konzept. Ganz offensichtlich die Weiterentwicklung der Geschäftsidee von Blockbuster. Und sie wollten Blockbuster an ihrem Erfolg teilhaben lassen. Ganze 49% ihres Geschäftes hätten sie dem CEO von Blockbuster für nur 50 Millionen Dollar vermacht. Die beiden Männer wurden jedoch behandelt, als sei ihre Geschäftsidee ein absoluter Witz. Je nach Quelle wurden die beiden Männer sogar vom CEO ausgelacht oder hätten Hausverbot bekommen. Doch es kam, wie es kommen musste. Blockbuster ging pleite. Das Unternehmen der beiden Männer jedoch wurde ein riesiger Erfolg. Es ist bis heute unter dem Namen Netflix bekannt. Stand 2024 hat Netflix eine Marktkapitalisierung von 300 Milliarden. Okay, jetzt verstehe ich es dementsprechend auch. Und sie wollten 49% für 50 Millionen abgeben, während jetzt eine Marktkapitalisierung von 300 Milliarden da ist. Das wäre der schlechteste Deal ihres Lebens geworden. Können sie extrem dankbar dafür sein, dass sie ausgelacht wurden. Das Fatalste ist, dass selbst als der Dienst Netflix fertig entwickelt auf dem Tisch vom Blockbuster lag, man das Potenzial trotzdem nicht verstanden hat. Man könnte jetzt auch sagen, dass das Team von Netflix nicht richtig verkaufen konnte, weil anscheinend haben sie es ja dementsprechend nicht gecheckt. Da kommen natürlich wieder Verkaufsskills, weil du kannst das geilste Produkt haben, das habe ich ja auch in meinen Coachings gesagt, ja. Du kannst das beste Produkt haben mit dem besten Mehrwert, ein revolutionäres Projekt. Wenn du nicht verkaufen kannst, dann kommt es letztendlich nicht außen. Du brauchst Marketing-Skills, ja. Deswegen habe ich auch eine kostenlose Online-Ausbildung hier auf dem Kanal online. Check das gerne mal ab. Richtig krasser Mehrwert für dein Leben brauchst du in sämtlichen Branchen. Das Ende von Blockbuster wurde damals schon prophezeit. Blockbuster selbst hat das aber erst verstanden, als es zu spät war. Und genau das ist ein wiederkehrendes Bild bei großen Unternehmen. Der Kamerahersteller Kodak hat die Digitalkamera verworfen und hielt bis zum Ende an der Analogkamera fest. Nokia hat das Smartphone verworfen und hielt am Tastenhandy fest. Ich weiß noch, dieses Nokia 1610 oder wie es hieß, wo du Snake drauf spielen kannst. Legendär. Wer von euch kennt's noch? Wer hat auch auf seinem kleinen Nokia-Handy immer Snake gedaddelt? Schreibt's auf jeden Fall mal rein oder macht einen Kommentar, wo ihr so eine Schlange reinmacht. Legendäres Spiel. Die jüngere Generation jetzt so, was labert der da? Ist der schon so alt? Hat der schon graue Haare hier? Also schreibt's auf jeden Fall mal rein, ich bin gespannt. Deutsche Autobauer haben mit das E-Auto erfunden, aber an China verscherbelt. Es gibt eine Vielzahl an psychologischer und gesellschaftswissenschaftlicher Gründe, warum dies ein wiederkehrendes Bild in der Wirtschaft ist. Der Volksmund jedoch würde wahrscheinlich schlicht und ergreifend von Arroganz und Ignoranz sprechen. Je höher sie fliegen, desto tiefer fallen sie. Stand jetzt ist China Exportweltmeister für Autos und hat sich in Deutschland auf den Lorbeeren eben ausgeruht. Das, was ich schon am Anfang gesagt hatte. Der Marktanteil der deutschen Autobauern im Ausland sinkt. Ganz besonders gravierend ist der Effekt in China selbst. Deutsche Hersteller verdanken knapp 40% ihrer Verkäufe dem chinesischen Markt. Aber das ändert sich gerade. Da hatten wir auch ein anderes spannendes Video, dass wir in Deutschland riesige Lithiumvorkommen haben, gerade für E-Batterien, aber trotzdem alles aus der Welt importieren. Ja? Übrigens, das Video kam sehr, sehr gut bei euch an. Vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Freut mich immer, wenn von euch da einiges an Nachrichten letztendlich zurückkommt. Der dort florierende E-Automarkt wird nur zu 2,4% von VW abgedeckt. Bei den anderen deutschen Herstellern sieht die Bilanz noch schlechter aus. Der Grund, die deutschen Autos haben im Schnitt weniger Funktionen und kosten dafür aber knapp 10.000 Euro mehr. Wir haben das Wettrennen um das E-Auto verloren. Und das ist eine riesige, riesige Branche. Und natürlich, klar, wenn das E-Auto jetzt für die nächsten 50, 100 Jahre letztendlich genau das ist, was letztendlich eben da prägnant ist, und wir haben das Ganze verschlafen,
ist natürlich schwierig. Jetzt können wir natürlich nur hoffen, dass der E-Auto das auch nur ein Trend ist und dass danach dann Wasserstoff oder Magnettechnik oder was dementsprechend auch immer dann kommt, was eben noch besser ist als E-Technik, um wir dann wieder den Trend mitzunehmen. Aber jetzt sieht es halt erstmal schwierig aus. Viele Zuschauer werden jetzt sicherlich an dieser Stelle betonen, dass sie selbst kein Freund des E-Autos sind und lieber einen Verbrenner fahren. Ja, muss ich auch sagen. Wenn ich in Deutschland bin mit meinem Jaguar F-Type, ein bisschen Gas geben, das macht schon deutlich mehr Spaß. Also auch ein Tesla, wenn du einen Tesla hast, der neues Modell draufdrückst, der Anzug, das ist ja brutal. Du denkst ja, du bist im Flugzeug. Aber das ist... Alter! Den Sound, das Fahrgefühl, es ist was anderes, ja, also Verbrennermotor mit gerade einem schönen Sound und so, aber es hat schon was, ne, es hat schon was, das ist doch das Feeling, was man im Autofahren haben will, oder? Aber wie ist deine Meinung, ja, E-Auto, Verbrenner, was sagst du? Schreib's rein, bin gespannt. Aber unsere persönlichen Vorlieben sind zweitrangig, wenn wir über Wirtschaft sprechen. Absolut, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Absolut. Der globale Markt und der Großteil der Kunden wird in Zukunft auf E-Autos setzen. In der USA ist der E-Automarkt 2023 um 50% gewachsen, in China um 38% und in Ländern wie der Türkei oder Brasilien sogar um 233 und 726%. Völlig crazy. Wo ich letztens in Vietnam war, habe ich auch gesehen, dass die chinesischen Autohersteller, fast jeder zweite fährt dort ein chinesisches E-Auto, weil die dir auch ganz günstig dementsprechend rausgeben. Ich glaube, dann zahlst du im Jahr nur irgendwie ein paar tausend Euro zurück, hast ein neues E-Auto dementsprechend da. In Asien leben natürlich auch viel, viel mehr Menschen als jetzt gerade in Europa. Also es ist Wahnsinn, wie da dementsprechend, die hauen die wirklich sowas von raus und auch die Produktionsstätten in China, das alles natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Die machen Umsätze, das ist unglaublich. Man hat den Trend vollkommen verschlafen und ausländischen Autobauern einen Vorsprung gelassen. Aber anstatt nun diesen Fehler einzusehen, wird die Schuld auf andere geschoben. Der Lobbyverband ACEA umfasst 15 große europäische Autobauer. Darunter selbstverständlich auch Deutsche. Und genau dieser Verband hat nun die EU gebeten, die CO2-Vorgaben für Verbrenner zu lockern. Der Mobilitätswandel sei gescheitert. Die Forderungen der EU seien nicht mehr zu schaffen. Die Autoindustrie sei von den sich auftürmenden Krisen überrollt worden. Der Lobbyverband kritisiert, ich zitiere, die derzeitigen Regeln berücksichtigen nicht den fundamentalen Wandel im geopolitischen und wirtschaftlichen Klima der letzten Jahre. Und dann wieder Lobbyverband, ja. Und letztendlich ist es in der deutschen Politik ja auch immer so, dass letztendlich die Entscheidungen getroffen werden, nicht zum Wohle der Menschen, sondern wo letztendlich einige Lobbyisten dementsprechend hinterstehen, die meist eben auch amerikanische Wurzeln haben. Und diese Interessen werden dann letztendlich natürlich immer durchgesetzt. Indem die Autobauer die Verschiebung der neuen CO2-Grenzwerte um ganze 2 Jahre fordern. Genau die gleiche Zahl fordert auch der VW-Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch. Wenn die EU nicht einknicke, müssten bis zu 8 Fabriken geschlossen werden. Millionen von Jobs würden verloren gehen. Unterschlagen wird hier jedoch der unwiderlegbare Fakt, dass die Autobauer, die jetzt den Wandel für gescheitert erklären, den Wandel seit über 30 Jahren hätten aktiv umsetzen und mitgestalten können. Statt Tesla, BYD und NIO hätten VW, BMW und Mercedes Ladesäulen in ganz Europa errichten können und Hightech-Akkus erfinden können. Niemand hinderte diese Unternehmen daran. Ja, warum auch? Weil letztendlich, wie ich es gerade gesagt habe, Amerika, Tesla den Markt übernehmen will. Und Amerika das auch schon gezielt gesteuert hat, weil Amerika letztendlich ja eben nur in Deutschland die Puppen spielt. Ist ja nicht so, dass das jetzt nicht politisch gewollt oder politisch unterstützt worden ist. Im Gegenteil. Eher versuchten deutsche Autobauer, ganz gezielt durch Vetternwirtschaft Einfluss auf die Politik zu nehmen und den Wandel zu bremsen. Ein populärer Fall ist die Akte Matthias Wissmann. Ein ehemaliger CDU-Politiker, der besonders aggressiv für die Verbrennerindustrie kämpfte. Sein Agieren gegen eine CO2-Bepreisung zugunsten der deutschen Autobranche ist unter anderem von Lobbywatch klar dokumentiert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnete diesen Mann sogar als ranghöchsten Autolobbyisten des Landes. Ex-Verkehrsminister wird Autolobbyist. Mensch, dass das dementsprechend alles zusammensteckt. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass da auf jeden Fall in Deutschland ein politischer Wechsel dementsprechend eben hingeht, dass es dann eben jetzt auch mal wieder in vernünftige Richtung geht, dass man eben alte Fehler jetzt mal abhakt und dann eben jetzt Entscheidungen trifft, dass man das Land irgendwo wieder in eine vernünftige Richtung bringt. So, wenn das nicht geschieht, dann ist da wirklich, beziehungsweise es ist jetzt schon, es sind schon Dinge so unvermeidbar, aber ihr wisst sicherlich selber, dass die Wirtschaft jetzt eben schon gegen die Wand gefahren ist. Jetzt muss letztendlich nur auch wieder ein Akt wirklich kommen, der das Ganze mal aus dem Dreck raushebt und das sehe ich aktuell tatsächlich noch nicht. Später zum Präsidenten des Verbandes der Automobilbranche werden konnte. Und das ist definitiv kein Einzelfall. Gerade die CDU ist sehr stark mit der Autobranche verwachsen.
Abgeordnetenwatch und Lobbywatch haben diverse Verbindungen ans Licht gebracht. So gab es unter anderem auch großzügige Parteispenden. Die EU hat die Aussicht auf Lockerungen der Richtlinien für CO2-Preise jetzt klar verneint. Tatsächlich ist eine Krise mit Stellenabbau und Werksschließungen Stand September 2024 recht wahrscheinlich. Aller Voraussicht nach trifft die Situation vor allem eben VW, Mercedes, BMW und Audi. Konzerne wie Stellantis jedoch gehören nach aktuellem Kenntnisstand zu Gewinnern. Okay, Stellantis auch wieder interessant, dass dementsprechend Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Jeep übrigens auch. Ja, ich habe ja auch einen Jeep Wrangler hier in Bali, gehört dementsprechend auch mit zu denen. Ja, also das ist ein richtiger Riese. Aber stellt euch jetzt mal vor, so ein Jeep Wrangler, so ein Geländewagen, wie ich hier dementsprechend habe, der jetzt mit Elektro? Weiß ich nicht. Stellantis-Chef Carlos Tavares findet es tatsächlich sogar gut, dass nun keine Sonderregelungen kommen. Er sagt, dass der Konzern seit Jahren bereits am Wandel arbeite. Man wollte eben nicht wie Volkswagen enden. Die Spielregeln seien seit langer Zeit festgelegt und jeder hätte genug Zeit gehabt. Doch nun der Hammer. Selbst für Volkswagen ist die aktuelle Krise doch noch abwendbar. Und das ohne Stellenabbau und Werksschließung. Nach Ansicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben die deutschen Autobauer nämlich weiterhin alle Möglichkeiten und Fähigkeiten, sich im globalen Wettbewerb zu behaupten. Wichtig sei jedoch ein klarer Kurswechsel hin zur Elektromobilität. Die Entscheidung, welche Technologie in der Zukunft dominieren werde, sei längst gefallen. Und vor allem haben wir hier in Deutschland einen Wettbewerbsvorteil mit Hinblick auf E-Autos, an den aktuell niemand denkt. Vor kurzer Zeit wurde hier in Deutschland das größte Lithiumvorkommen Europas gefunden. Darüber haben wir ja wie gesagt schon ein Video gemacht. Also, was meinst du? Kriegt die deutsche Wirtschaft das hin, jetzt dementsprechend wirklich die Wende zur E-Mobilität zu machen, alle Weichen umzustellen? Oder ist der Lobbyismus zu stark? Schreibt es uns rein, abonniert den Kanal, Daumen nach oben und wir sehen uns schon bald beim nächsten Video.